herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Icarus. Liebe Freunde, ich freue mich tierisch, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt. Und Folgendes habe ich jetzt schon getan, damit wir auch gleich loslegen können. Und zwar habe ich hier alles rausgeholt. Ja, ihr seht, das Inventar ist quasi voll. Wir sind zwar nicht voll beladen, aber das Inventar ist voll. Wir haben Leder, wir haben Fell. Ich hoffe, Fell ist Fur. Fur. Und, entschuldigt bitte, ich musste echt rösten, es tut mir furchtbar leid. Ich habe ein bisschen Fleisch, gekochtes Fleisch mit eingepackt. So sieht's aus. Eins werden wir verzehren, dann werden wir uns noch ein bisschen Oxid einpacken. Wir werden kurz was trinken. So sieht's aus. Und dann werden wir hier diesen einen Stack, den werden wir noch konsumieren. Und jetzt weiß ich nicht, können wir noch ein bisschen mehr Fleisch mitnehmen? Ja, wir können sogar noch 3 Fleisch mit mehr mitnehmen. Das ist sehr, sehr gut. Ein bisschen brutzelt hier noch vor sich hin. Und wir machen uns auf. Ich denke, wir nehmen hier diesen Gang, gehen dann hier drüber und wir werden uns dann da durchschlagen. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Das schon mal abgeben. Und mal sehen, vielleicht werden wir vor Ort einfach auch ein bisschen jagen. Vielleicht finden wir dort Speisekürbisse. Also ich habe es ausprobiert. Es ist schwierig mit der Landwirtschaft, was Kürbisse und diese ganzen anderen Sachen angeht. Es kommen 2 Melonen und ich glaube bei Kürbissen 3 Kürbisse raus. Und das stellt sich vor folgenden Problem. Wenn wir unterwegs sind und das ist abgeschlossen, dann verdirbt quasi, wenn ich 2 Wassermelonen aus einem Ansatz rausbekomme, 1 Wassermelone und dann habe ich nur noch 1. Und diese wiederum musste ich dann wieder pflanzen, um weiter zu growen. Also der Output dieser Sachen ist aktuell bei diesen Sachen noch recht schlecht. Also ich weiß nicht, ob es dafür ein Upgrade gibt. Weiß ich nicht. Ob man dann bestimmte Sachen ja quasi upgraden kann. Bei Weizen weiß ich nicht. Also wenn man jetzt Weizen anbaut und das Weizen kommt raus und man erntet das regelmäßig ab. Das kann man, denke ich, durchaus machen, wenn man ein paar Anbauflächen hat. Um hier... Ich kann es nicht mitnehmen, ne? Muss auch einen Rückweg machen. Aber aktuell so in dem Zustand bringt es nichts. Da ist man schneller, glaube ich, wenn man sammeln geht. Also quasi eine Folge macht, wo man sammelt, wie wir es gemacht haben. Und haben dann quasi ja schon 38 Karotten, 30 Kürbisse, 8 Wassermelonen und die Berries sind sowieso fertig. Ja, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Genauso sieht es aus. Dann schauen wir mal, ziehen wir mal ein Resümee, wenn wir die Sachen abgegeben haben, wie wir da mit dem Fleisch unterwegs sind. Vielleicht vor Ort jagen macht gar nicht so, ist gar nicht so verkehrt. Und dann zurückzugehen, wenn es dunkel ist, quasi an der Stelle. Jetzt mal kurz gucken, wir haben kein Oxid und wir haben auch keinen Inventarplatz für Oxide. Also von daher müssen wir einfach durchmarschieren. Marschieren wir genau dahin. Schön wäre, wenn wir uns Beaker setzen können. Also, keine Ahnung, so Signalstäbe oder sowas, die man reinsteckt, wo man weiß, okay, da muss ich halt einfach langlaufen, vorher die Sache abstecken. Aber gut. Ich glaube, vor Ort jagen ist schon, würde schon Sinn machen, so 2-3 Lagerfeuer machen, solange wie kein Sturm kommt. So, jetzt haben wir das hier geschafft. Wir gehen einfach an der links entlang, an der Mauer entlang und setzen uns hier noch den nächsten Wegpunkt. Also immer schön links halten, bis wir zum Wegpunkt kommen. Noch mal ein bisschen Ausschau halten hier nach vielleicht Speisekürbissen. Ich bin halt nicht sicher, ob Squash halt Speisekürbis ist.
oder nicht. Das Problem ist, ich nehme das Ganze hier natürlich im Voraus auf, einige Folgen. Das heißt, wenn ich jetzt frage, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Macht es am besten. Schreibt es mal rein. Vielleicht bin ich bis dahin drauf gekommen oder nicht. Das ist immer die Frage. Aber da ich meistens so 4, 5 Folgen immer im Vorlauf produziere, ist es immer schwierig, dann nicht auf Kommentare einzugehen. Das will ich nicht sagen. Aber ja, meistens ist es so, wenn ihr Kommentare reinschreibt dann und bringt mir quasi die Lösung auf dem Silbertablett, ist meistens so, dass ich dann irgendwie selber schon drauf gekommen bin. Aber ja, das macht ja nichts. Es kann ja auch sein, dass das mal nicht der Fall ist. So, ich würde sagen, wir quatschen mal über den Plan. Also, wir geben die Sachen dort ab, bauen uns da vielleicht mal ein paar Lagerfeuer auf, gehen jagen und machen uns ja, so gegen, keine Ahnung, 15 Uhr oder so, also in-game natürlich 15 Uhr, auf den Weg zurück und schauen dann mal, was wir hier so mitnehmen können an Pflanzen. Ja, ob hier noch irgendwo Karotten wachsen oder ähnliches. Da ist ein Wolf. Da rennen wir einfach mal dran vorbei. So sieht's aus. Es wirkt dunkel, aber es ist am helllichten Tag. Das macht der Berg. Der Berg ruft. Das macht der Berg. Tatsache, dass das hier so düsterlich ist. Und ja, ich muss sagen, so ein kleines Fahrrad oder irgendwas, das wäre schon toll. Ich positioniere mich immer ein bisschen neu, weil ich kann das Mikro ein bisschen näher ran. Mais. Sehe ich das richtig? Mais. Okay. Nice. Nicer Mais. Ist eine Alternative, ne? Also wenn wir Mais suchen, wissen wir, wo wir es finden. Nämlich genau dort. So, da ist die Kapsel. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, es ist Fur. Ich wüsste nicht, was Fur ist oder Fur oder wie auch immer das ausgesprochen ist, wenn nicht Fell. So, jetzt Stunde der Wahrheit. Wir legen es mal rein. Nö, doch, 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 doch. Es ist Fur. Das ist sehr, sehr gut. Gott sei Dank. So, dann packen wir das mal rüber. So, was macht das in Summe? 83 gekochtes Fleisch. Dafür aber 872 Leder und 342 Fur. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, dann picken wir uns hier jetzt mal eben schnell ein bisschen Stein ab. Damit wir Lagerfeuer machen können.
Herstellen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Stöcker und Fasern. Und wir brauchen natürlich noch mehr Stein. Karotten. ...24 brauchen wir. Das macht 48, das macht 56, ne? Oder sowas in der Richtung. Ist das richtig? Macht nichts. Wir brauchen noch Fasern. Was brauchen wir für einen? Fasern haben wir genug. Stöcker brauchen wir noch. Stöcker, Stöcker. Wo seid ihr? Stöcker. Hier. So, Max. 2. Wolf. So, und eigentlich müssen wir so eine Häutungsbench noch machen. Woran nichts? Woran nichts? An Stein. Unglaublich. So, machen wir mal 3 Stück davon. So, dann schauen wir doch mal. 9. Zack, eine da. Den nächsten gleich daneben. Und den Bruder hier auch. Ne, 9. So. Das alles daneben. Dann hacken wir uns noch einen Baum zurecht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, unsere Hütte bricht nicht auseinander. Das könnte was werden jetzt. Wow! So, ich brauche ein bisschen Oxide. Ich glaube, das macht keinen Sinn, oder? Ich glaube, wir müssen einfach zurück. Wir müssen schnellstmöglich zurück. Wir müssen zurück. Das hat so keinen Sinn, ja? Wow! Hat's mich erwischt. Autsch, autsch, autsch. Ich brenne. Au, 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 au. Und denn keine gute Idee, die ich habe. Beim Gewitter ins Wasser gehen, keine gute Idee. Lass bitte nicht die Hütte abgebrannt sein, das wäre so schrecklich. Eieieiei. Wären wahrscheinlich eh nicht rechtzeitig da.
daher ist es eigentlich ist es völlig Bums. Das ist völlig egal. Wir wären eh nicht rechtzeitig da gewesen. Also von daher können wir auch zurückgehen. Versuchen, so gut es geht, zu überleben. Was brauchen wir? Ach, können wir gar nicht herstellen, ne? Können wir hier gar nicht herstellen? Wir müssen eine Werkbank herstellen. Ja, dann ist das so. Dann schrabbeln wir das so weg. Da brennt es noch. Oh. Da brennt's, lauf doch da nicht hin. Mensch. Mädchen. Stimmt denn nur nicht mit dir? Ja, Leute, weiß ich nicht. Werden wir nicht herausfinden, ob in dieser oder in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich, ob unsere Butze es überlebt hat oder nicht. Ja, das muss man halt mal so. Ein paar Karotten mit einsammeln. Das sind Sachen perfekt. Die kann man einfach mal so standardmäßig mitnehmen. Eine Melone. Schon wieder kein Oxide, ne? Na gut, na gut. Aber Holz sollten wir haben. Stapel teilen. Pack mal rein, bitte. Und Stapel teilen. Den. Und ihr beiden auch nochmal damit rein. So. Und ansonsten können wir eigentlich jagen gehen, ne? Wir können jetzt jagen gehen. Die Zeit ist nicht. Kürbis. Speisekürbis. So ein paar mehr Speisekürbisse wären toll, weil das verdirbt. Ich bin mir halt einfach nicht sicher. Absolut nicht sicher, ob das das ist, was ich denke, was es ist. Halt. Nichts rumgelaufen, ne? Jetzt läuft hier echt nichts rum, ne? Jetzt, wo wir jagen wollen. Sehr ordentlich. So, rüber aktivieren.
Okay, sehr schön. Weiter geht's. So bis 15 Uhr ungefähr, wenn wir das Ganze durchziehen. Die hat sich leider erschrocken. Na gut. Akzeptiere ich. So, immer weiter. Ja, ich glaube, Knochen brauchen wir da an der Stelle erstmal nicht weiter. Weiß gar nicht, wo ich bin gerade, merke ich gerade. Keine Ahnung. Muss ich da runter? Ich muss da hin. Ach, da hinten brennt es ja auch. Alles klar. Dann schmeißen wir das aber eben an. Ein bisschen was ablegen. Ja, Leder brauchen wir nicht mehr viel. Wir brauchen noch Fell, wie blöd. Wir brauchen eigentlich noch Fell, wie blöd. Und Fleisch. Fell und Fleisch. Zack. Knochen nehme ich jetzt auch nicht mehr mit. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist halt gerade mühselig. Auf der Jagd. Auf der Jagd. Das ist der große Hirsch. Mal gucken, ob er sich gleich beruhigt. Er ist schon weg gewesen. Sehr gut. Wo ist es? Da. Und irgendwo hier haben wir doch den. Da ist der Hirsch. Perfekt. Der Pfeil ist auch noch da. Da ist der nächste Hund. Den können wir auch noch mitnehmen. Also der nächste Wolf, nicht der nächste Hund.
sehr ordentlich. Bewegen wir uns zurück, langsam zurück. Denn dann müssen wir uns auch zurückbewegen. Schätze ich mal. Sieht wohl so aus, ha? Sieht wohl so aus. So, das aktivieren wir mal. Zack, das nächste Holzfeuer durchbrennen. Oh Mann. So, 100 Leder, Leder, Leder. Perfekt. Knochen können wir fallen lassen. Die brauchen wir nicht. Und es sieht gut aus. 390, also etwas weniger als die Hälfte. Ja, die Hälfte mit 500, ne? Etwas weniger als die Hälfte. 40%, 39% haben wir an Fell. Und gekochtes Essen ist natürlich noch eine ganz andere Nummer. Ich würde sagen, wir warten jetzt, bis das Essen durchgekochelt ist, geköchelt ist. Stapel teilen. Und hier auch nochmal Stapel teilen. Und nehmen wir das auch nochmal. Warten noch, bis das durchgebraten ist. Und dann machen wir uns auf den Rückweg, Leute. Dann machen wir uns auf den Rückweg. Ich denke, den werde ich euch allerdings ersparen. Das heißt, wir werden schön, ich werde schön zurücklaufen, quasi. In der Zwischenzeit ein bisschen was einsammeln und dann werden wir uns erst in der nächsten Folge in der Basis wiedersehen. Ich denke, das System hat Sinn gemacht. Ja, also wir brauchen quasi nur noch ein ganz kleines bisschen Leder. Das könnten wir theoretisch sogar hier abfarmen. Ich hoffe, unsere Basis steht noch. Das war das andere. Und unser Speisekürbis. Vielleicht schaffen wir den noch zu säen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Verdirbt in 2 Minuten. Ja, das ist wenig. Wir brauchen fast 10 Minuten, um zurückzukommen. Das ist nicht gut. Dann ist das so. Ja. Ich kann hier schon ein bisschen rumlaufen noch. Und nochmal gucken, ob wir hier noch was einsammeln können. Bohnen, Bohnen, Bohnen. Squash. Es kann sein, dass das einfach normale Pumpkins sind. Ja, das werden wir ausprobieren. Gekochte Pumpkins. Ich denke, wir haben das Leder, können wir schon. Das Leder sind wir, da sind wir safe. Gekochtes Fleisch wird halt so ein Ding, ne? Gekochtes Fleisch wird so ein Ding. Also es ist eine Mission, die ist doch recht anspruchsvoll, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir gehen rein, wir planten ein bisschen was, wir machen ein bisschen was. Das Ganze dauert jetzt mindestens schon 5 oder 6 Folgen, glaube ich, an der Stelle. Das ist schon viel. So, Stapel teilen. Und hier vielleicht auch nochmal Stapel teilen. Ja, machen wir. Dann wieder rüber und dann aktivieren wir das nochmal. So. So, Wasser, Oxid, das holen wir uns alles auf dem Rückweg. So, liebe Leute, ich denke, viel wird hier jetzt nicht mehr passieren. Ich berate das hier noch durch, dann begebe ich mich auf den Rückweg und ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Wir sehen uns in der Basis. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne auch ein Abo und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich lese mir das gerne durch und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.